alles Eisen. Dum, 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 dum. Und dann machen wir hier uns so ein, das nicht, sondern das hier. So. Weil ich habe da auch wieder ein bisschen dran gearbeitet an der Farm. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd, dass Proxer das hier resetten will. Das geht ja gar nicht. Da gibt es erstmal Haue. So, dann düsen wir einfach mal los. Zack, let's go. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln, beziehungsweise ein paar Minuten würde es schon dauern. Das tut mir sehr leid. Aber ja, es ist halt eine Fahrt, die sich lohnt. Genießt sie. Ich trinke in der Zeit einen Schluck. Wer, der Zombie Pigment hält uns auf. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, du Schwein. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Das passiert sehr selten, dass sie uns hier aufhalten. Ach toll, jetzt ist er noch extrem schnell hier. Freut mich. Oh Mann. Lalalalalala. Komm schon, du musst einfach nur ein bisschen schneller sein. Hier, zack. Und dann geht's auch schon wieder los. Wie, da kommt noch einer. Das ist mir so auch noch nicht passiert. Naja, gut. Fahren wir einfach ein bisschen. Und dann zeige ich euch das Ganze gleich. Lalalalala. So, schreibt mal, was ihr so schreibt. Momentan nichts. Ist ja relativ ruhig hier. Sind ja auch nicht viele Leute auf dem Server drauf. 5 Spieler, 4 Leute im Stream. Das ist ja ein Wunder. Besonders um die Uhrzeit. Ich weiß noch, Stream am Dienstag war natürlich nicht ganz so effizient. Ist natürlich auch nicht so schlau, am Dienstag um nach 22 Uhr zu streamen, muss man dazu sagen. War dann natürlich mehr oder weniger meine Schuld. Naja, gut. Wir sollten gleich da sein. Ich glaube, das dauert ungefähr 4 Minuten, die Fahrt. Keine Sorge, wir werden das auch nicht, wir werden nicht zurückfahren müssen. Wir werden einfach nur hinfahren müssen und zurück machen wir per Command. Das wäre auch blöd, wenn ich zurückfahren müsste. Aber wir sind gleich da. La 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 la. Also ein bisschen Arbeit war es schon, kann man sagen. Aber ich muss sagen, verglichen mit der Wither Skelettschädel Farm war das hier noch sehr wenig Arbeit. Aber ein bisschen war es schon. Denn hier kommt es vor, dass hier auf dem Server sehr viele Monster spawnen. Mehr als normal. Und das ist im Nether, wenn du eine Farm bauen willst, nicht gerade das effizienteste der Welt. So. Also es macht das Ganze nicht wirklich einfacher, kann man sagen. Und ja, wir laufen einfach mal weiter. Den Rest müssen wir laufen, weil so viele Schienen habe ich noch nicht zusammengefunden. Ja, dafür habe ich auch sehr viel Geld ausgegeben, für dieses ganze verdammte Eisen, für die Massen an Schienen. Ich weiß nicht genau, das ist jedenfalls, glaube ich, mehr als 2 Kilometer lang die Strecke. So. Blub, 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 blub. Bläh. So, dann geht's hier runter. Zack. Hoffentlich ohne sterben. Der Weg ist auch noch ein bisschen ineffizient. Da werde ich auch noch dran arbeiten. Insofern, ja, ich weiß ja nicht, was Boxer jetzt hiermit machen wird. Die Wither Skelett Farm. Ja, da laufe ich ja gerade hin. Aber die ist ja noch nicht fertig. Die ist ja erst halb fertig. Erst die Spawnräume sind fertig. Beziehungsweise von einer Seite die Spawnräume. Aber naja, wir laufen einfach mal fröhlich vor uns her und dann geht's hier lang. Und dann geht's hier lang. Und dann geht's hier lang. Und da hoch. La 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 la. Und dann geht's erstmal in den unfertigen Spawnbereich, denn ich habe hier 2 ganz gute gefunden. Und das Ganze ist echt kompliziert. Der Redstone-Kram kommt dann noch. Tapetenattacke. Herzlich willkommen, Tapetenattacke. So, ich will gar nicht sehen, was da rumkreucht und fleucht. Hier sind so viele Blazes. So.
So, ja, und hier ist der fertige Raum quasi. Fertige Spawn-Bereich. Hier habe ich mir so ein bisschen so eine Basis aufgebaut, wo ich ein paar Sachen drin habe, was ich halt zum Bauen gebraucht habe. So, und hier geht's dann so weiter. Zack, zack, zack. Spawn-Bereiche, alles schön und gut, haben wir ja eigentlich schon gesehen, alles. So, hier geht weg. Verzieh dich, Zombie. So. Das ist ja noch verhältnismäßig wenig, was hier rumläuft. So. Das habe ich auch schon hier in der Mitte geteilt, die drei Ebenen. Hier auch nochmal in der Mitte, also in 12 kleine Ebenen geteilt. Und es ist sehr laut. So, hier spawnen natürlich jetzt gerade sehr wenig Wither-Skelette, weil ich ja alles ausgeleuchtet habe. Und es ist sehr laut. Ja, soweit bin ich. Das hat sehr viele Stunden Arbeit ins Anspruch genommen. Weil ich hier, vorher war alles hier eine offene Ebene. Fliegend über Lava. Und ich bin auch dementsprechend oft gestorben. Und habe dementsprechend viele Diamanten verloren. Hier sieht das Ganze noch ein bisschen mehr Rohbau aus. So. Wie die sich gegenseitig bekämpfen. Alter! Kommt auch immer so ein fetter Slime angesprungen. Die werden natürlich auch mit in der Farm eingebunden, was auch ganz praktisch ist. So, bekämpft euch mal schön gegenseitig, das finde ich gut. Zack, 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 aua. Abzieh dich. So, damit mach mal Creme. Und ich hau, glaube ich, ab. Ich weiß noch nicht, was ich wegschmeißen soll. Komm hier, zack. Tschüss. Das kann ich ja nicht verantworten. Poxra, da müssen wir nochmal reden. Okay, brauch ich doch nicht. Hui, das war stressig. Gut, so viel zum Update. So viel habe ich alles neu gemacht, quasi. Gut. Okay. Ich mal das weg, was ich nicht brauche. Bam, 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 bam. Ja, und dann gehen wir mal wieder nach oben. Damit wir auch weiterbauen können. Uns sollte jetzt eigentlich nichts fehlen, soweit ich weiß. Huch! Kommt da einfach so ein bisschen Fleisch angehüpft. Ja. So viel dazu. Das ist ja so ein ruhiges Lied. Lol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 
aber es wird sich lohnen, keine Sorge. Das wird sich alles lohnen, wie alles bei mir. Ich arbeite ja, wie gesagt, auf Langzeit. Wenn ich auf Kurzzeit arbeiten würde, hätte ich auch schon eine Menge Geld. Aber nicht so viel Geld, wie ich in Zukunft haben werde. So, ja. Das ist, mein Vorsatz. So ist produktives Arbeiten. So. Gut. Glowstone ist auch bald alle wieder. Muss ich wieder in der Farm mit der Schaufel farmen gehen. Mit der Schaufel. So. Das war's mit Glowstone. Jetzt kann ich eigentlich schon mal die Samen setzen. Wasser braucht man ja nicht. Was ja sehr praktisch ist. Ja. Die sehen immer ein bisschen aus wie so Zombie-Gehirne aus einem anderen Resource Pack. Toll. Ich sehe die nicht mal richtig. Jetzt muss ich immer genau drauf achten. So, zack, zack, zack. Okay, dann setze ich die mal lieber einzeln, weil man die in dem Resource Pack leider nicht sieht. Und ich habe jetzt keine Lust, das eben zu wechseln. Das wäre, glaube ich, jetzt ein bisschen unnötig. Es dauert nämlich auch, eine gewisse Zeit, bis es gewechselt ist. Und so weiter. Und da haben wir ja alle keinen Bock drauf zu warten. So, zack. Bam. 1 Stunde 13 Stream. Wie schnell die Zeit vergeht. Ich glaub's ja nicht. Also, mein Vorsatz war ja 80 Minuten mindestens. Aber das übersteigen wir offensichtlich locker. Gut. Solche Tage gefallen mir. Wo ich einfach ohne Probleme ganz viel am Stück aufnehmen kann. So, und wie ihr seht, habe ich, wie gesagt, schon auf Fläche dafür gesorgt, dass wir viel Fläche auf einer Ebene nutzen können. Dafür ist, wie gesagt, in der Höhe ein bisschen platzverschwendend. Aber im Endeffekt lohnt es sich da mehr, weil wir mehr auf der Fläche haben. So, das war meine Intention dahinter. Also, zack. Mist. Schnell. Nein. Oh, Glück gehabt. Ich habe keinen behindert. So, einmal ganz kurz aushusten und dann geht's auch weiter. Paff! Und da hinten geht es weiter. Okay. Zack, zack. Okay, ich hätte eigentlich direkt die Samen mitnehmen können. Und so eine Diamanthacke lohnt sich echt, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde mir dann nachher auch nochmal eine machen. Weil die werde ich auf jeden Fall... die werde ich brauchen. Die werde ich bestimmt brauchen. So, Kürbis. Plant Kürbis. Okay. Da ist alle. Ein bisschen wächst da schon. Ich dachte, ich habe ganz viele Kürbisse. Kürbissamen. Okay. Das ist jetzt komisch. Gut, dann schauen wir mal hier unten. Warum habe ich den Shader wieder aus? Ich vergesse es immer, den anzumachen, wenn ich aus dem Nether komme. Mensch, warum erinnere ich keiner daran? So, Kürbisse haben wir doch bestimmt ganz viele hier eigentlich. Melonensamen könnte ich jetzt ganz viele anbieten, aber eine Melonenfarm kommt ja später. Kürbis. Ich komme dich mal besuchen, mach das mal. Ach, guck mal, da haben wir 8 Kürbisse. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was wachsen lassen da oben. Einen famegeilen YouTuber? Wer? Ich? Glaube ich nicht. Das glaube ich ja nicht. Dafür musst du jetzt noch ein bisschen warten. Lalala. Wo sind die ganzen Kürbisse? Ah, guck mal. Oh, Alter. Okay, ich nehme alles zurück zum Thema Kürbisse. Ich habe genug. So, jetzt lasse ich mir extra noch ein bisschen Zeit. Vielleicht finde ich ja noch mehr Kürbisse. Man weiß ja nicht. Also Melonen habe ich, wie gesagt, genug. Oh, Mann. Ja, gut, das reicht. Jetzt müssen wir überlegen. Lass ich dich rein oder eher nicht so? Ah, Glück gehabt. Okay, na, das Problem ist, du kommst nicht nach oben.
Tschüss. 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 So, das nennt man Teleportation. Ist ganz neu in den Medien. So. Alles klar, dann geht's jetzt auch hier weiter. Hä? Wo hab ich denn jetzt die Samen her? Hab ich gar nicht bemerkt. Ich Schlaukopf. Naja. Oder habe ich die mir gerade gecraftet? Keine Ahnung. Ist egal. So. Waff, waff, waff. Jedenfalls haben wir jetzt genug. Soll ich einen Wasserfall immer runterlaufen lassen, damit du hochkommen kannst? Ich mach das mal. Sonst musst du dich da unten so langweilen. Das ist natürlich auch blöd. Das will auch keiner. Von daher schauen wir mal, dass wir hier einfach einen Wasserfall runterlaufen lassen. Also auf hier so. Obwohl, ich will die ganzen... Geht der bis nach unten? Ne, wird der nicht gehen. Das waren deine Samen. Ach so, habe ich gar nicht bemerkt. Vielen Dank. Aber zwei Ausrufezeichen hätten es auch getan. So, dann baue ich das nochmal hier. Puff. Und gehen wir mal ein bisschen weiter nach hier. Und dann mache ich dir das Lichtlein wohl. Pass mal auf, das müsste näher hier sein, ne? Ja, dann gehe ich in die Richtung. Und dann mache ich mal ein Löchlein für dich. Ein Wasserlöchlein. Muss in Zukunft eh irgendwie eine andere Art zum Hochkommen bauen. So, hier hast du dein Wasser. Hallo? So, und da kannst du hochkommen. Sofern es dir beliebt. So. Ist dann auch für andere Stadtbewohner, glaube ich, ganz praktisch. So. Lecker essen. Okay. Dann geht es jetzt weiter. Gut, soweit ist alles gepflanzt. Die Kürbisse haben jetzt, sofern sie gewachsen sind, die Möglichkeit zu wachsen. Dann schaue ich nochmal auf meine Screenshots hier. Ja, das war's mit der Ebene. Verbindung mit der Dropbox nicht möglich. Ja, nice. Du willst mich doch verarschen. Ich will den nächsten Screenshot. Screenshot. Aber eigentlich kann ich es aus dem Kopf machen. Ich habe es ja oft genug gebaut. Die Version zwar nur einmal, aber es reicht aus. Ich brauche meine Sticky Pistons. Sticky Pistons. Sticky Pistons. Hallo, Skato. So, Sticky Piston. Guck mal, jetzt bist du im Fernsehen. Ach, du bist im Fernsehen. Ach, Fernsehen. So, Sticky Piston. Pass auf, dass du nicht auf den Feldern hier rumläufst, weil dann machst du die Samen kaputt, weil hier kein Wasser ist. Da musst du aufpassen. So, Sticky Piston kommt noch eine höher. Hier kommt Sticky Piston dran. So, zack. Da kommen Sticky Pisten. Und die werden dann hier... Dann brauchen wir wirklich bald eine Slime-Farm. Da muss ich Poxon nochmal anhauen, dass er Manu mal anschreibt. Für den Seed. Den brauche ich. So, da kommen jetzt halbe Stüfchen dran. Das kann ich ja immer hier craften. Puff. Lalalalalala. Hier kommen da halbe Stüfchen. Und die zerstampfen dann die Kürbisse. Beziehungsweise Melonen. So. Die halben Stiefeln kommen hier auch hin. Einfach nur so, damit es besser funktioniert. Mit dem ganzen Redstone-Kram. Sofern ich mich richtig erinnere. Ich will jetzt nichts Falsches hier machen. Für so eine Farm verschwendest du teure Slime-Pistons. Ja, die Farm wird aber bald mein Hauptverdienst. Dann habe ich 1 Million. Also ich will es in Zukunft, habe ich so ungefähr geplant, dass ich... immer 1 Million Taler zusammensammel und... Nein, jetzt habe ich selbst gemacht. Und dann auszahle. Sollte ich eigentlich hinkriegen. Mit meinen ganzen Vorhaben. Das muss ich jetzt wegmachen und dann ziehe ich das schon mal entlang. Mal sagen wir mal so, 1 Million Taler sind ungefähr 20 Euro. Damit kann man schon ein bisschen was anfangen. Von daher denke ich, das lohnt sich. So.
Manus Geldbeutel lernen. Tschüss. Ach guck mal, jetzt haben wir wenigstens Licht durch die Glowstones. Können wir ein bisschen besser arbeiten, das ist schön. Geht das theoretisch auch mit normalen Pistons? Ne, eigentlich ja nicht. Habe ich gar nicht ausprobiert. Also eigentlich dürfte es nicht mit normalen Pistons gehen, weil man da extra einen Block drauf braucht. Habe ich jetzt aber noch nie ausgetestet. Warte mal, kann ich mal austesten? Normale Pisten habe ich unten. Pass auf, test das mal eben aus. Ne, eigentlich dürfte es nicht gehen. Aber ich kann es ja trotzdem ausprobieren. Wenn doch, dann wäre es natürlich sehr geil. Dann könnte ich mir wirklich die Sticky Pistons sparen. So. Ich gehe mal auf Langzeit aus, wie gesagt. Da investiere ich auch gerne mal viel in eine Sache. Pistons hatte ich hier ganz viele irgendwo. Wenn ich denn auch wüsste, wo. Da hier, haben wir es. Da kommt Redstone, da sind die Redstone-Blöcke. Gut, dann können wir das Ganze austesten. Dann setze ich mal, mache ich das mal seitwärts. So, hier kommt der Dingens hin. Hier der Kolben. Ja, hier setze ich die Line. Das geht auch so! Was? Das macht meine ganze Konstruktion viel kostengünstiger. Vielen Dank, Skate, für den Hinweis. Toll. Da bin ich irgendwie nicht drauf gekommen. Geil. Also, jetzt könnte natürlich dann aber auch sein, dass es dann nicht funktioniert. Weil die, glaube ich, einen Block Luft über sich brauchen. Und dann hätte man ja stattdessen den Pisten darüber. Ich weiß nicht, ob die Dinger dann wachsen. Das müsste ich dann nochmal in der Singleplayer-Welt ausprobieren. Aber ich werde es dann erstmal so machen. Ach Mist, das kann ich jetzt auch echt schlecht ausprobieren. Beziehungsweise könnte ich in der kurzen Streampause ausprobieren. Ich mache jetzt 1 Stunde 23 Minuten. Ich würde sagen, komm, wir machen eine ganz kurze 5-minütige Streampause. Diesmal nicht wieder 40 Minuten und dann Ende. Also ganz kurz 5 Minuten, kleines Pipi-Päuschen. Wir sehen uns dann gleich hoffentlich wieder. Bis dann. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Till my shadow turns to sun rays. And on and on.